Innos zum Gruß und herzlich willkommen zurück zu diesem etwas anderen Gameplay-Format, einem oder meinem tatsächlich ersten Let's Test auf diesem Kanal bei dem Spiel We Were Here. Es handelt sich dabei um ein Koop-basierendes, schon fast Schnitzeljagd-ähnliches, rätsellösendem Gameplay-Format. Wenn man das jetzt mal als grammatikalisch richtigen Satz so stehen lassen kann, ich hoffe es mal. Sorry. Richtig gehört, Koop. Das heißt, ich bin nicht alleine und natürlich spiele ich nicht mit Randoms, weil ihr kennt es selber. Brauche ich gar nicht ausschweifend irgendwas zu erzählen. Ja, im Großen und Ganzen, da können wir gleich noch weiter drauf eingehen, was passierte oder... Egal. Ich bin nicht alleine. Der Wok ist wieder mit von der Partie. Hallöchen, Freunde. Jawohl, ich bin wieder mit dabei. Und wie schon in der letzten Aufnahme bzw. Folge, ich bin der Explorer, quasi der, der die Rätsel ausführen muss. Und der gute Kromanin auf der anderen Seite, er ist derjenige, der mir quasi helfen muss, die Lösungen zu finden für die Rätsel. Und zuletzt sind wir bei dem Raum stehen geblieben, das sich so ein bisschen wie ein Dungeon, wie ein Labyrinth anfühlt. Und sind schon so weit gewesen, dass ich an der Wand lesen konnte, Bring down the guiding light. Und der gute Kromanin meinte, er hätte eine Karte. Und also, dass er eine Karte besitzt, in die er reinschauen kann, um mich dann wahrscheinlich durchs Labyrinth führen zu können. Aber müssen wir erstmal schauen, ob das Ziel und Sinn der Sache ist oder, weil ich hier auch mit den Fackeln interagieren kann, irgendwas auch fackeltechnisch einstellen muss. Das ist richtig. Also, ich stehe hier ganz am Anfang. Also bei mir ist auch ein Kompass abgebildet am Boden in der Mitte. Der rote Pfeil schaut nach Norden. Genau. Und links und rechts gehen jetzt Wege ab. So, und jetzt sagen wir mal, was bei dir ist. Also ich habe auf meiner Karte ebenfalls einen Kompass mit den jeweiligen Himmelsrichtungen. Und ich habe eine, ja, es hat den Anschein, als würde, als könnte man sich innerhalb dieses Labyrinths im Kreis bewegen. Die Frage ist halt nur, sind das Treppen, was ich hier bei mir auf der Karte sehe, oder, also ich würde es ja schon fast vermuten, aber... Ja, links von mir, bei dem Weg, den man laufen kann, sind Treppen, die runtergehen, ja, genau. Gut, dann haben wir ja unter Umständen schon mal das eines der richtigen Sachen vor Augen, schätze ich mal. Also ich habe lediglich eine Ecke, von wo aus, denke ich mal, du gestartet sein könntest. Wenn du sagst, du gehst geradezu und kommst auf eine Wand zu, von der aus zwei Wege abgehen. Genau. Und du sagst, links von dir sind Treppen. Genau. Dann, ja, keine Ahnung. Geh einfach mal die Treppen runter. Alles klar. Mach ich. So, bin jetzt unten angekommen. Rechts von mir sind Treppen. Ja. Links von mir ist quasi so ein Raum, der einmal im Kreis geht. Also, aber der ist an allen Wänden geschlossen. Richtig. Also, es geht quasi nur rechts lang die Treppen hoch. Ja. Dann gehe ich da mal hoch, würde ich sagen. Mach und ich habe gerade schon wieder eine Kreatur gesehen. Jetzt bin ich an einer Kreuzung angekommen, wo links Treppen hochgehen oder man läuft rechts weiter. Und vor mir an der Wand ist ein Hundeporträt. Weiß nicht, ob das ein Hinweis ist, der vielleicht wichtig ist. Also ich habe hier, warte mal, ich lasse die Karte mal eben gerade liegen. Ich versuche einfach mal,
sinngemäß. Das hatte ich nämlich hier offscreen, als wir kurz pausiert hatten. Einen Schalter gesehen an der Wand. Den würde ich jetzt einfach mal kurz tätigen. Ich weiß nicht, ob das einen Effekt hat oder ob das später erst wichtig wird. Alles klar. Anscheinend, also ich konnte den Schalter zwar betätigen, aber... Also ich habe auch nichts gehört, dass sich was getan hat. Okay, also, oh, wie shit. Gesagt... Hä? Oh shit, ich höre was. Oh nein! Ich höre was! Mhm. Also nochmal kurz zur Erinnerung, Leute. Beim letzten Mal hatten wir in dem vorletzten Raum noch solche Art Ventile. Ah, warte mal. Ich glaube doch, es hat sich was getan. Nicht nur, dass ich jetzt Geräusche höre. Ich hoffe, hier kommt keiner hoch von den Rittern oder so. Alter. Wie einfach eine Soundkulisse mir jetzt schon... Egal. Auf der Karte hat sich was getan. Ah! Guck mal an hier. Oh, alles klar, okay. Sehr gut. Ich habe jetzt hier auf der Karte Markierungen, die mir unter Umständen helfen können, dir den Weg zu weisen. Ah, okay. Alles klar. Hat sich also doch gelohnt. Ich bin immer noch an dem Punkt, wo ich links die Treppen hochgehen kann oder rechts rum, wo aber ein Tor geschlossen ist. Wenn du jetzt da rechts lang gegangen wärst, ne? Genau, genau. Okay, dann geh mal zurück in die Richtung, von wo du aus gekommen bist. Okay. Ja, bin jetzt wieder am Anfang. Wenn du den Gang jetzt quasi weitergehst in die entgegengesetzte Richtung. Ja. Rechts von dir müssten Treppen abgehen oder aufgehen. Richtig. Die führen in einem Raum. Da habe ich bei mir innerhalb dieses Raumes ein blaues Kreuz. Ja. Da ist ein Schalter. Da ist ein Hebel gewesen. Ich habe ihn jetzt mal betätigt. Okay, bei mir sind die Symbole nämlich jetzt wieder weg. Oh, warte. Okay. Dann ich drücke jetzt den Schalter nochmal bei mir. Ja. Guck mal, ob sich beim Hebel was tut dann bei mir. Hast du schon gedrückt? Ja, habe ich. Okay, bei mir bleibt da unten. Okay, gut. Dann verlass mal wieder diesen Raum. Ja, habe ich. Gehe rechts entlang. Ja. Oder zumindest folge diesem Weg erstmal. Da müssten bei dir gleich wieder Treppen sein, wenn du diesen Weg weiterverfolgst. Ja. Bevor du diese Treppen runter oder rauf gehst, ne? Ich habe hier bei mir auf der Karte... rechts an der Ecke der Wand einen weißen Kreis, der sich außerhalb des Labyrinths befindet. Okay. Kannst du an dieser Ecke irgendwie irgendwas mit interagieren? Mit den Fackeln kann ich interagieren. Die Frage ist nur, es sind 4 Stück, die ich hier habe. Aber 4. Vielleicht muss ich ja... Okay, ich habe jetzt alle 4 Fackeln mal ausgeschaltet, also gelöscht, aber... Ha. Also, okay, nochmal. Also, ich gehe... Oh, quasi bin ich dämlich, Alter. Digga, ich glaube, das... ja, gut. Dafür kann ich nichts. Ich hoffe, vielleicht seid ihr schon so schnell gewesen, habt mir gedacht, Leute, was labert der da für eine Kacke? Man hat doch, wenn man rumläuft, immer diesen kleinen weißen Punkt als Mittelachse. Ah, okay. So, und wenn du doch mit was interagieren kannst, wird doch der Kreis größer. Ja. Ja, und genau dieser Kreis war natürlich... weißt, was okay. Ich meine, ne? Ja. Okay, ja. Ja, okay, alles klar. Nee, aber stimmt der Weg denn? Bis jetzt ja. Ich habe mir jetzt nochmal den Schalter hier bei mir aktiviert, damit ich jetzt nochmal sehen kann, was genau hier auf der Karte ist. Also ungeachtet diesen Kreises, geh die Treppen entlang. Ja, ich bin die Treppen hoch, bin jetzt einmal ums Eck gegangen, also ich bin quasi eigentlich immer nur den Weg gefolgt. Ist da ein Tor oder eine Tür? Ja, richtig, das ist aber zu. Ach, das ist zu? Das ist zu.
Das verblüfft mich jetzt ein bisschen. Bei mir ist das Ding nämlich... Es ist eine Art Rechteck, aber es ist nicht komplett ausgefüllt. Wenn du sagtest, wohin war die Tür, bei der du versuchen wolltest, lang zu gehen, geschlossen. Ja. Die ist bei mir komplett ausgefüllt. Also ich bin jetzt davon ausgegangen, die Tür wäre jetzt offen. Ha. Vielleicht liegt es auch an dem Hebel von mir. Das vielleicht kann sein. Vielleicht, dass ich ihn nochmal betätigen muss. Aber... Warte mal. Frage ist halt, ob sich dann auch bei dir was tut. Ich habe mir jetzt noch mal betätigt. Ja. Ich glaube, wir müssen nochmal nach oben. Ah ja, das Tor ist offen. Okay, alles klar. Okay, gut, dann hat das mit den Schaltern bei dir zu tun. Alles klar. Dann hätte ich den gar nicht betätigen müssen. So wie es richtig. Aussieht. Richtig. Gut, alles klar. Bei mir gehen jetzt Treppen rauf. Da gehe ich jetzt mal hoch. Und jetzt komme ich quasi in so einen weiteren Raum, wo ich links... Geradezu und rechts. Und rechts. Und rechts ist so ein Tor mit grünen Smaragden. Die anderen waren blau und das ist diesmal grün. Ist die Tür offen oder geschlossen? Geschlossen. Gut, alles klar. Dann weiß ich jetzt. Dann habe ich jetzt das Rätsels Lösung verstanden. Ich muss aber bei mir selber nochmal den Schalter drücken, weil... Die Leuchtmarkierungen waren schon wieder weg. Alles klar, alles klar. Gut. Du musst nochmal sinngemäß zurück in den Raum, wo du den ersten Schalter aktiviert hattest. Okay. Nahe des Eingangs, von wo du aus gestartet bist. Also quasi, wo der erste Hebel war, den ich jetzt mit. Ja, genau. Habe. Genau. Alles klar. Gut, sodass die Tür... durch die du jetzt gleich gehst oder schon gegangen bist, wieder zu ist. Okay, alles klar. Hebel ist betätigt. Erinnerst du dich noch an die erste Tür, wo du nicht durch konntest? Ja, ich glaube ja. Dann ist das der richtige Weg, den man jetzt gehen sollte. Okay. Ich gehe jetzt Treppen runter. Und dann wieder rauf wahrscheinlich? Bei mir gehen dann Treppen rauf und ich habe gerade einen grünen Hebel gesehen. Mhm. Aber sind da noch welche Treppen? Ja, das sind noch Treppen. Ist da irgendwie was geschlossen? Nein, das Tor ist offen. Ich betätige jetzt mal den Hebel. Ja, dann geht das Tor zu, ne? Das Tor ist jetzt zu, richtig. Und jetzt okay. Wahrscheinlich nochmal zurück. Richtig. Und dann quasi den Gegenweg laufen bei dem anderen Tor. Genau. Okay, ich muss mir das jetzt mal nochmal alles zusammenreimen. Warte, ich kann dir auch gleich nochmal Hilfestellung geben, weil bei mir die Leuchtreklamen auf der Karte schon wieder weg sind. Alles klar. Dann tue ich den blauen Hebel nochmal ziehen. Genau. Und dann kann ich durch das grüne Tor. Richtig, weil dort wartet ein weiterer und letzter Schalter auf dich. Ein roter Schalter. Okay. Alles klar. Gut. Dann gehen wir doch da mal durch. Ja, es tut mir leid, Leute, an der Stelle schon mal für die, die bei mir eingeschaltet haben, weil es ist halt, man sieht halt nur eine Karte. Da ist nicht viel Interaktion gerade möglich. Schalter. Okay, habe ihn betätigt. Gut. Jetzt ist die Frage, wenn du jetzt wieder durch das Tor, also durch dieses grüne Tor gehst. Ja. Geh mal geradezu, bis ans Ende der Wand. Ja. Und dann rechts. Hier ist ein rotes Tor, das ist aber jetzt unten. Also entweder muss ich den Hebel jetzt doch nochmal betätigen, weil das vielleicht so ein kleiner... Wie soll ich sagen? Also das Tor ist bei dir jetzt offen oder zu? Zu. Das heißt, ich gehe jetzt nochmal zurück, betätige nochmal den Hebel. Nee. Nicht? Das ist okay. Richtig.
Okay, alles klar. Also die Tür, wo du jetzt eben gerade vorstandest, die ist zu. Die rote ist zu, ja. Sehr gut. Okay, das ist schon mal wichtig. Das kann so bleiben. Dann ist es jetzt eigentlich nur noch... Jetzt sind die Leuchtdinger schon wieder weg. Dann ist es jetzt eigentlich nur noch sinnvoll, zurück zu dem blauen Schalter. Beim Anfangsraum. Und dann quasi wieder den Gegenweg laufen. Richtig, und dann einmal noch den grünen Schalter auf dem Weg sowieso, den du dann gehst. Und von dort aus, wenn du nämlich da am grünen Schalter die Treppe runter gehst, wo das Tor jetzt oder danach wieder offen ist, dann kannst du links gleich durch die rote offene Tür das Labyrinth verlassen. Jetzt ist aber die Frage, auf dem Weg zurück, muss ich trotzdem nochmal den blauen Hebel betätigen? Ja, musst du. Bevor ich dann nochmal laufen muss. Okay. So, die Treppen hier hoch. Dann komme ich... Muss ich rechts lang, um durch das blaue Tor zu gehen? Genau. Mhm. Dann ist hier der grüne Hebel. Den muss ich jetzt wieder betätigen, oder? Genau. Dann ist das Tor nämlich auch offen. Ah ja, da sehe ich das Fledermausbild schon am Ende. Und jetzt hier links. Checkpoint reached. Okay, ich glaube. Okay, ich bin durch, glaube ich. Haben wir. Sauber. Sauber. Ach du Scheiße. Was ist jetzt? Schach oder was? Oh Gott. Oh Gott, okay. Ja, ganz klassisch. Schwarze Seite, weiße Seite. Ich habe hier so eine Art Generator. Generator? Ja, ich tue den gerade mal aktivieren. Okay, er läuft. Gut, der läuft jetzt. Muss ich jetzt noch weiter was machen? Nee, ich glaube, das war's jetzt. Okay. Generator. Ah, okay, ich muss die weiße Seite steuern von den Schachfiguren. Ist denn irgendwas spezifisch mit Schach irgendwie was bei dir abgebildet? Oder Das ist eine sehr gute Frage. Bis jetzt habe ich hier noch überhaupt nichts gesehen, was darauf hindeuten könnte. Oh Scheiße, ich erfriere, okay. What? Ich glaube, ich muss mich ans Feuer stellen. Weil das ist nämlich außerhalb. Warte mal. Ach, oh, hier ist eine Laterne. Okay. Ah, Digi, es könnte sein, dass es die Möglichkeit gibt, dass ich hier draußen sterben kann. Also muss ich mich ein bisschen schicken. Ich muss überhaupt erst... Oh, ich dachte... Alter, ein Jumpscare in dem Spiel hätte ich jetzt nicht erwartet, aber holy shit, das war knapp. bei mir war eben gerade ein Grafikbug. Ich gehe runter an, der Statuen fehlt. Da habe ich schon gedacht, oh, jetzt geht's los. Aber nee. Ja, also im Moment wird mein Bildschirm immer weißer. Vom Rand aus gesehen. Das Problem ist, ich sehe hier noch nichts. Also nichts, was auf Schach hindeuten könnte oder so. Nein, also auch... Oder ist das jetzt das mit den Büchern? Ich weiß es nicht. Oh crap, es ist schon wieder weißer geworden, okay. Ja, gut. Es könnte sein, dass das jetzt mit den Büchern zu tun hat, aber ich habe keine Ahnung, Alter, welche Reihenfolge jetzt die richtige sein könnte. Ich habe hier 1, 2, 3, 4, 5. Ich habe hier alleine 6 Bücher liegen. Ja, ich glaube, das wird darauf hinauslaufen, dass wir verrecken werde. Weil man muss, glaube ich, hier die perfekten Spielzüge machen, wie sie irgendwo abgebildet sind, vermutlich.
Ja, das hat was mit den Büchern zu tun. Aber ich kann dir... Also wir können jetzt ein Buch, können wir jetzt... Wir können es jetzt einfach mal versuchen. Okay, ja, versuchen wir's. Starting in the far west corner. In der westlichen Ecke. Aber von welcher Sicht aus gesehen? Von links schwarz oder von links weiß? Das steht hier nicht. In the far west. In the far west corner. Also in der westlichsten Ecke. Ja, genau. Naja, das kann ja... Oh Gott, ich sehe fast gar nichts mehr, Digi. Es tut mir leid. Ja, ich kann doch hier nichts machen, Mann. Oder kann ich schon, aber es weiß keiner, wie es geht. Das ist doch kacke. Deinstallieren. Nein, Spaß. Ja. Nee, ich glaube, ich habe jetzt falsche Dinge gemacht. Nee, es wird darauf hinlaufen, dass wir es nochmal machen müssen. Warte. Okay, die westlichste Ecke. Aber nur eins nach vorne oder zwei nach vorne? Weil das ist der Bauer. Warte. One moves north thrice. One moves north thrice. Ein Bauer kann aber nicht dreimal, kann keine drei Felder gehen. Nee, kann er auch nicht. Entweder wir warten jetzt nochmal ab, bis es neu startet. Es ist halt schon echt blöd gerade. Also ich... Du hast gesagt One, ne? Also ein Zug nach vorne. So, und jetzt muss ich die schwarze Seite bedienen. Warte. Moment. Ich habe hier bei einem anderen Buch, ne? Ja. Habe ich hier Before One Starts in the West. Warte mal. Wo habe ich hier noch irgendwas anderes? Also das eine zeigt, man soll da starten, das andere sagt, bevor es... Hier steht wieder Starting in the far West, aber nicht in der Ecke. Was ist das hier? Before one starts in the east. Okay, also habe ich wahrscheinlich drei Bücher für Westen und drei Bücher für den Osten. Ach du Kacke, es hört sich ja noch komplizierter an als hier. Starting from the far east, ja genau. Das deckt sich mit dem Westen. Und was ist hier für eine Kacke? In the western corner lies your start. Oh Gott. Okay, da liegt also ein Start. Die Frage ist halt nur... Ja, das ist halt so das Ding. Vor allem die Bücher haben auch allesamt eine andere... Wobei, warte mal. Doch, die Bücher haben allesamt eine andere Farbe. Shit. Ah, okay. Close to death. Gestorben. Nein! Ja. Okay, retry. Schade. Ja, da muss man aber auch überhaupt erstmal drauf klarkommen. Ja, klar. Woher soll man das wissen? Das ist klar. Waiting for other players. Jetzt müssten wir eigentlich wieder beim... doch, alles gut. Ich dachte gerade, wir sind wieder am Labyrinth anfangen. Also, bevor ich jetzt hier durchgehe... Ich gehe noch nicht durch die Tür. Genau. Du hattest gesagt, in der westlichsten Ecke, da war ein Bauer... Also in der westlichen, also das ganze Spielfeld ist komplett. Also auch vom Schach her gesehen, alle Figuren sind vorhanden. So. Und wenn man jetzt vom Weiß ausgeht, von der westlichen Seite aus gesehen, das ist ja ganz links. Wenn man jetzt auf Weiß, wenn man jetzt vom Weiß aus gesehen geradeaus guckt nach vorne, hast du die schwarze Seite gegenüber. Und westlich gesehen ist ja dann von dir aus gesehen komplett links. So. Und links, der Bauer, habe ich einen Zug nach vorne gemacht, wie du gesagt hattest. Ja, ich habe gerade gesehen, das hat auch mit den Büchern überhaupt nichts zu tun. Oh. Ja, moin. Du hattest gesagt, ein Generator, richtig? Richtig. Ich habe hier nämlich eine, also das hatte ich beim letzten Mal schon gesehen, aber ja, man hätte halt auch ruhig mal das lesen können, was auf der Filmrolle stand. World's Greatest Chess Moves.
Okay. Was so viel heißt wie, ja, die weltbesten Schachmöglichkeiten oder Spielzüge. Okay. Nur wie kriege ich das Ding jetzt hier zum Laufen? Ich kann an der Kurbel... An der Kurbel konnte ich erst drehen, nachdem du was am Generator gemacht hattest. Gut, dann schalte ich den Generator jetzt erstmal ein. Jetzt ist nur die Frage, ob ich hier interagieren kann oder nicht. Kann ich hier mit dem Ding noch irgendwas machen? Versuch. Alles klar, Generator angekurbelt. Generator müsste jetzt an sein. Gut, ich kurbel. Kurbel dreht sich zwar, aber nichts passiert. Generator läuft aber. Es kann sein, dass ich noch irgendwas anderes brauche. Irgendwas anderes, was ich eventuell hier für den Projektor benötige. Irgendwas, aber ich weiß nicht was genau, weil so viele Gegenstände habe ich hier nicht. Das Ding ist halt, ich würde dir ja so gerne helfen, aber ich kann nicht. Ja, das ist schon richtig. Ah, schade, Mann. Also ich brauche wahrscheinlich noch irgendeinen Gegenstand, weil ansonsten... I don't know. Ansonsten komme ich hier wahrscheinlich nicht weiter. Warte, ich klapper nochmal die ganzen Ecken ab. Alles klar, mach das. Der Eckengammler ist hier am Start. Mhm. Ah, okay, die erste Phase vom Erfrieren ist schon wieder eingeleitet worden. Ach, der steht also draußen, der Generator, oder was? Ja, der steht draußen. Ich habe den schon aktiviert. Ist ja eklig. Der läuft schon. Ich muss jetzt quasi nur auf deine Anweisungen warten. Ja, gut, ich würde ja gerne, man kennt das ja vom alten Röhrenfernseher, für die Leute, die noch aus so einer Generation stammen, einfach mal sanft gegenhauen, dann läuft das Ding wieder, aber so ist es hier leider nicht. Ich kann ja noch nicht mal interagieren. Ich kann zwar die Kurbel drehen, aber anscheinend geht das auch nur einmal. Ja, moin. Ja. Was kann ich denn hier machen, Mann? LOL! Okay, random einfach draufgeklickt. Geil. Okay, gut. Weiß. Oh Gott, Alter. Holy shit. Warte mal. Oh, sag mir bitte nicht. Kann ich das Ding hier anhalten? Sag mir bitte nicht, das muss alles zeitgleich passieren. LOL. Ja! Warte mal. Ich erfriere. Ja! Ich bin nicht so schnell. Scheiße. Aber das startet wieder mit dem gleichen... Ach du Scheiße. Das müssen wir definitiv beim nächsten Mal nochmal angehen. Okay. Ach, das ändert sich dann auch noch, oder was? Nee. Okay, das wird tricky. Das sage ich dir und das sage ich euch jetzt schon, weil wenn das so schnell gemacht werden soll, wie ich das hier denke, ja, keiner schneller als der Timer, man kennt's, dann wird's schwierig. Ich muss mir den Shit jetzt nochmal ansehen. Aber kannst du mir zumindest schon mal einen Anhaltspunkt geben, damit ich... Ja, also weiß fängt an. Richtig ist. Weiß fängt an. Und dann, okay, die Moves sind wahrscheinlich immer die gleichen. Ja, okay. Es ist also eine und der gleiche Spielzug. Okay, gut. Gut zu wissen, aber damn, wie schnell soll man denn da bitte sein? Beziehungsweise, gut, schnell nicht. Das wiederholt sich ja immer, aber du musst dementsprechend wahrscheinlich unterwegs sein. Ja gut, wollen wir noch abwarten, bis du da wieder Statue spielst? Ja, würde ich fast sagen, weil, also gut, es würde jetzt ein bisschen dauern, weil die letzte Phase ist jetzt eingeleitet worden. Irgendwann mal, es dauert immer so 2-3 Minuten. Ich hätte halt nur mal ganz gerne schon mal so einen Anhaltspunkt gehabt, ob ich ein... keine Ahnung, einen Sound bekommen, dass es richtig ist, den Schritt, den ich gemacht habe oder so. Also guck mal, weiß, ich kann schon mal so viel sagen, weiß fängt an und zwar mit dem Bauern
über der Dame. Okay, warte. Weiß fängt an mit dem Bauern über der Dame, der geht zwei Schritte nach vorn. Zwei Schritte nach vorn, alles klar, habe ich. Und jetzt muss man mit Schwarz, ne, weitermachen. Ich weiß nicht, oder tut sich da bei Schwarz was von ganz alleine? Nee, ich muss Schwarz bedienen. Ach du Scheiß. Und ich muss... Ja, okay, Moment. Nee. Welcher Bauer auf der schwarzen Seite fängt dann an? Ebenfalls über der Dame von Schwarz. Der geht nämlich direkt auf den, aufs gleiche Feld wie der weiße Bauer. Also auch zwei Felder nach vorne. Okay. Alles klar, habe ich. Dann beginnt der Läufer auf Weiß, ursprünglich neben dem Feld der Dame. Ja. Jetzt muss ich den Generator, also hier den Projektor nochmal anwerfen. Der Läufer... Weiß geht auf 1, 2, das dritte Feld nach links. Mal eins, weil der Läufer kann ja nur diagonal laufen. Genau, richtig. 1, 2, 3. Ne, ist zurück resettet worden. Da habe ich irgendwas falsch gemacht. Okay, warte. Zwei nach vorne. Der Läufer neben der Dame, drei Felder nach vorne. Das ist jetzt. Ja, nee, ist schon wieder falsch. Ja, ich sehe hier auch nichts. Es ist. Wenn du sehen würdest, was ich hier sehe, das ist ja wirklich. Also. Schön ist was anderes. Ja, okay. Dann müssen wir das beim nächsten Mal angehen. Ja, jetzt richtig. Bin ich auch tot. Alles klar. Bruh. Wollen wir trotzdem noch mal reingehen, damit wir zumindest... Ja, würde ich sagen. Ah, du musst ja erstmal checken, Alter. Das ist echt nicht easy. Nee. Okay, Freunde. Wir haben, denke ich mal, klar. Sowieso schon überzogen. Ja, true. Wie gesagt, beim nächsten Mal hoffe ich mal, dass wir da einen besseren Durchblick haben. Klar, für die Leute, die uns zusehen, ist das natürlich immer ein bisschen, Die Leute, die jetzt beim Kromanin zuschauen, die würden sich denken, ey, das ist doch das, mach doch das, sag doch, was los ist. True. Die anderen, die mir vielleicht zusehen, die denken sich dann auch nur so, ey, da passiert nichts. Ist ja voll öde, aber das ist halt eben das Gameplay. Man muss eigentlich abwarten, was der andere einem sagt. Zum anderen, es ist auch nicht wirklich einfach, kann ich mir vorstellen. Weil, wenn man es so sieht, liegt die größte Verantwortung hier in diesem Spiel eigentlich im Moment beim Kromanin. Weil er muss mir eigentlich die Lösungen geben. True. Und deswegen, also ich bin da auch. Es gibt ja Leute, die sind dann immer auf einen ein bisschen angepisst, wenn sie sagen, ey, du bist hier und da. Aber ganz ehrlich, ne, das, also sowas findet man bei mir hier nicht. Also, hab ich gerade das? Habe ich gerade den Menschen vor Augen, den du nicht ausgesprochen hast, oder war das gerade eine Impulsreaktion von mir? Vielleicht beides. Ja, wer weiß. Nee, aber es ist so. Es ist so und von daher ja, guckt man halt einfach in der nächsten Folge Aufnahme. Ja. Und ich meine, du hast es ja insofern jetzt rausgefunden. Gut, ja. Jetzt bleibt natürlich abzuwarten, warum ist das resettet worden ist, obwohl ich eigentlich den Schritt richtig befolgt habe. War ein bisschen strange. Naja, es gibt ja zwei Läufer. Einer neben der Dame und einen neben dem König. Richtig, aber der König ist der kleinere von beiden. Sicher? Also von der Dame und dem König, weil die Dame, also den König, den habe ich sofort an seiner Form erkannt. Die Dame selbst... Also ich kann mir nicht... Nee, das Kleine kann nicht die Dame sein. Nee, das stimmt schon. Na gut, dann können wir es nur beim nächsten Mal versuchen.
Genau. Auf ein neues, würde ich sagen. Probieren wir das nächste Mal. Okay. In diesem Sinne, der Timer hat sich ja bestimmt schon seit 5 Minuten gemeldet. Safe. Mindestens. In dem Sinne möchte ich es nicht zu lang ziehen. Wie immer bedanke ich mich bei euch fürs Zusehen, dass ihr dabei wart, dass ihr mit uns hier versucht habt, durchzuhalten. und vielleicht selber auch einiges ein bisschen anders gemacht hättet, aber man spielt es das erste Mal und da muss man einem halt einfach sowas verzeihen. In diesem Sinne, nochmal vielen Dank fürs Zusehen und ich bin raus, ich sage tschö mit Ö und gebe das Schlusswort an den Kromanin weiter. Jo, möchte ich noch großartig was erzählen? Eigentlich nein. Wir sind einen guten Schritt weiter. Wir haben das Labyrinth hinter uns gelassen. Widmen uns in der nächsten Folge dem Schachspiel. Und mit kleinen Schritten, denke ich mal, versuchen wir hier dem großen Ganzen dieser Übereinkunft beider Charaktere, sofern die überhaupt als Model innerhalb des Spiels existieren, keine Ahnung, zusammenzufügen. Und bleibt gespannt. Ich denke mal, ich hoffe, wir kriegen das beim nächsten Mal hin, in der Hinsicht. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt: Let's test. We were here.